Action. Energie treibt uns in die Krise. Und ich krieg die Krise ab der Prise. Der Strom wird knapp. Und darum spare ich. Natürlich auch beim Charivari. Wo spare Sie? Ja, wo spare Sie? Duschen Sie jetzt nicht mehr so lang? Löschen Sie schon das Licht im Gang? Lassen Sie das Auto auch noch stehen? Sind Sie zu uns noch angekommen? Wollen Sie flüssig Wasser sparen? Da kommt wie immer runterfahren. Die Heizung haben Sie runtergedrückt. Und die Waschmaschine richtig gefüllt. Schon töpfeln, wie die Wäsche jetzt gehängt? 19 Grad daheim, das rennt. Gehen Sie alles noch baden? Oder
gibt es schon Katzenwäsche. Wer nicht stinkt, da sind wir hart. Hat nicht richtig Wasser gespart. Weißt du, das sag ich in den Weizen. Hä? Sparst du so daheim das Heizen? Ja. Wo sparen Sie? Die Zeiten sind für alle hart. Und wenn man jetzt noch Pflanzen spart, dann braucht es uns leider nicht mehr drum. Und das wird schwer auf die Stimmung geschlagen. Ja, momentan gibt es nicht viel zu lachen. Soll man trotzdem Fasnacht machen? Man hat sich das schon manchmal gefragt. Immer wenn eine Krise blockt. Immer wenn ein Krieg ausbricht. Und irgend so ein Bösewicht muss das Schlimmste auf Erden provozieren. Nur zum Macht zu demonstrieren. Genau dann taucht die Frage auf hier am Rhein. Darf man jetzt noch lustig sein? Darf man ohne es bissen zu müssen? Drei Tage unsere Fasnacht geniessen. Nur eine Antwort ist die richtige. Genau jetzt ist die Fasnacht besonders wichtig. Für die Fasnacht muss sich niemand schämen. Die Fasnacht hebt uns alle zusammen. Vorhang auf, es ist soweit. Endlich, Charivari-Zeit. Aber schon genug gegeben. Mir tut es nämlich gar nicht so leid. Einmal nicht bei uns im Gleibasel.
Gehen Sie auf Google Restaurant und Kleinbasel ein. Dann werden Sie schauen und merken schon gleich, was Ihnen der PC hier ausspucken tut. Das zeigt zum Erstaunen. Unseren Beizen geht's gut. Also mir hat das gelustet und darum habe ich letzte Nacht in unserem Kleinbasel auf ein Beizen gemacht. Zuerst ging ich im Schiefen, dort ist etwas los. Eine Wurstsalatstelle, leck der Teller ist gross. Dazu gibt's einen Becher und dann gang ich in Hand. Aber zuerst muss ich zahlen, auch der Preis ist human. Im Hahn ist eine Stimmung, noch keinen ist miet. Sie schwarzt so wie früher noch und der Wirt singt sie wie jetzt. Und dann gang ich zum Lotti, ja auch dort ist mir gut. Vielleicht will sie all Monat den Koch wechseln tut. Ja, wer schimpft über die Beize, dann nimm ich gern mit. Weil er kennt offensichtlich mein Kleinbasel nicht. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Zum Essen müssen wir sicher nicht überrein. Im Rathaus, da isst man jetzt dick italienisch. So rein sind vertrieben, weil's gar nicht mundan ist. Grad nebendran sag ich euch ganz instinktiv, im Hirschi passt euch wahrscheinlich das Alternativ. Jetzt zieht's mich in Schmale und spült da in Schluch. In Sonne, in Adler, mir platzt fast der Bauch. Ich hau sind schon auf Eck, es ist gemütlich und gleich. Ja, da bin ich geboren, das ist mein Daheim. Ja, wer schimpft über die Beize, dann nimm ich gern mit. Weil er kennt offensichtlich mein Kleinbasel nicht. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Zum Essen müssen wir sicher nicht überein. Clara kannst essen aus 13 Nationen. Im Rheinwalder Hof gibt's die grössten Portionen. Auch im Global, da füllt man den Teller nicht knapp. Und beim Ispilier gibt's da best schöner Kebab. Im Konsum ein Güppli und nachher ins Kraft. Es gibt Tofu mit Rande an Selleriesaft. Jetzt schlägt's mich in Holzschopf, ja Durst und Pressier. In der Rigas noch ein Rüli und der Kleinbasler Bier. Ja, wer schimpft über die Beize, dann nimm ich gern mit. Weil er kennt offensichtlich mein Kleinbasel nicht. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Zum Essen müssen wir sicher nicht der Bähnli beim Charlie, es ist schon fast eins. Du spürst das Kleinbasel, ein Dorf ist ein kleines. Man kennt sich, man grüßt sich und keinem fällt das schwer. Es ist international und gleich familiär. Nun ein Öchsli ins Kotter, so langsam ist Schluss. Ich sollt langsam umdrehen, weil schon hell wird voraus. Dabei gäb's doch noch Weizen für dich und für mich, wo ich an seinem oben noch gar nicht war. Ihr seht, steht um unsere Weizen nicht schäbig. Und wenn ihr sie besucht, bleibt die Kleinbasel lebig. Ja, geniesset die Öben, so wie ich es euch sag, weil die Rechnung kommt meist erst am anderen Tag. Ja, wer schimpft über die Beize, dann nimm ich gern mit. Weil er kennt offensichtlich mein Kleinbasel nicht. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Zum Essen müssen wir sicher nicht überein. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Zum Essen müssen wir sicher nicht überein.
Liebe Abmänner, liebe Abmännerinnen. Es freut mich ganz außerordentlich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Wir haben eine schwere Zeit hinter uns. Und noch immer ist viel ungewiss. Einen Weg habe ich euch heute eine äußerst erfreuliche Neuigkeit zu verkünden. Wir vom Basler Fasnachtskomitee planen wieder eine Fasnacht, die der Name Fasnacht verdient hat. Halt, halt! Was heisst das genau? Liebe Ablüt, liebe Ablüten. Das heisst, dass wir wieder eine ganz normale Fasnacht durchführen können. Mit allem, was dazugehört. Eben wieder eine Fasnacht, die der Name Fasnacht verdient hat. Ja, mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Es gibt endlich wieder einen richtigen Gottesch an der Fasnacht 23. Und wir haben beschlossen, dass... Ja, ein Gottesch, so wie früher. So wie früher. Eine Fasnacht, die der Name Fasnacht verdient hat. Wir machen jetzt wieder alles so, wie es schon immer war, weil es... Das schon immer so war. Gell? Das sind doch tolle Nachrichten. Zusammen mit der Verkehrskommission sind wir endlich wieder am Planen, dass wir... Ja, freut ihr euch nicht auf eine Fasnacht, die der Name Fasnacht verdient hat? Bitte? Ich bin der Opti Schöndling. Obmann, Stamm von der Basler Stätzler. Wir haben das letzte Jahr, ehrlich gesagt, noch ganz eine gelungene Fasnacht gefunden. Ohne Gottes sind wir kein einzig Mal im Stein gestanden. Und unsere Pause haben wir ausnahmsweise alleweil in der Nähe von einer Beiz können machen. Und ich bin vom Komitee vorgeschrieben am Wettsteinplatz, Messplatz, Kunstmuseum und Theater. Bis du dort einmal gespritzt hast, musst du schon wieder einschnurren. Wettsteinburg, was einfach speckblost, haben wir uns schenken und den Gästen in der Altstadt haben wir endlich einmal wieder kennen den Vormittag geniessen. Auch die anderen Glieder haben wir so einmal gesehen. Dreimal ist es gesehen. Und am Mittwoch haben wir es aber können. Ja, ja. Das ist uns vom Fasnachtskomitee selbstverständlich bewusst, dass die Wildfasnacht letztes Jahr auch gewisse Vorteile gehabt hat. Wenn man aber nur einmal an einen Wägerloch denkt, dann muss einem bewusst sein, dass wir jetzt wieder eine Fasnacht, wo der Name Fasnacht zu... Also wenn ich mal ganz schnell dazwischen darf, mit der Willi Fiegerwinter, Obmann von der Kleinbeck Wackis. Da kann mir eine geile Fasnacht machen. Wir haben von Franz den grossen Leiterwagen ausgelegt und selbst umgebaut. Hey, der geht in die Geschichte. Hey, wir sind mit dem durch die Stadt gezogen und endlich wieder in die Beize hinein intrigieren. Hey, hörst du, Bruder, wo ist die Plakette und so? Hey, das war der Brüller gewesen. So sind wir endlich mal unter den Fasnächten gewesen. Hey, wir haben für einmal nicht all die Gucke vom gierigen Zivilistenpack am Strassenrand müssen für Tausende von Franken mit Wurfmaterial füllen. Wir haben das die letzten 100
auch an die Gucke. Ja, die Gucke. Und ich bin ein Obi von der Schranzbühne. Glockentraum, zweite Stimme. Alle vom Schnabel. Das Platzkonz ab dem Schlauch ist legendär gewesen. Mit und ohne Larven. Das Publikum ist abgegangen wie ein Zapfli. Da, 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 da. Und wo dann noch zu sein, mit den Hüftschlägen ihre Jonglier noch beigebracht hat, da hat man gewusst, auf den Goldesch können auch also wir ohne Probleme verzichten. Also wohl da werden wir gesagt. Jetzt auch ökologische Breite. Alles ließen Sie uns aus den Händen schieben und Sie rösseln auf. Wir hören unsere Zuckerwürfe nicht. Also ohne Garten schmissen wir nicht so selber. Ja, ohne Garten schmissen wir nicht einmal mit grossen Tieren. Und wir haben nicht ständig gebraucht mit den Klicken. Ich meine, es war ja Polizei. Und wir wissen, wer für Mutter nicht im Haar will. Also es wäre alles viel einfacher, wenn man den Garten erst einen Satz los will. Stopp! Wir von Komitee hatten die Sau-Idee. Fasnacht wie seit 100 Jahren kommt's euch nicht fantastisch vor. Gottes, Gottes, hallo Klicks der Miri. Gottes, Gottes, kommt der Musik. Das Komitee ist zurück. Auf der Wettsteinburg. Es wird ein Gartesch durchgeführt. Wir haben schon den Hut montiert. Gartesch, Gartesch, endlich stehen wir ein. Gartesch, Gartesch, wir sind im Topin. Gartesch, Gartesch, stehen doch endlich ein. Gartesch, Gartesch.
heiligen Messe in dieser heiligen Halle unheilig anfangen können, kriegen wir von euch ein heiliges Halleluja! Halleluja! Lecke! Der Globi hat Geburtstag gehabt und ist auf Basel gekommen. Im Puppenhaus hat er ein riesen Sause steigen lassen. Zur Spotterstund tanzt noch der Erik Weber auf den Tisch. Weil er jetzt Basel endlich nimmt, der schrägste Vogel ist. Ganz in die Fudiger weg. Er hat nicht Nein gesagt. Doppelschichten bei der IWB. Thermometer zeigt grad minus 8 Grad an, doch hat die das auch an meinem kleinen Tiefli gesehen. Der Bundesnotzeit stellt heute sie zurück aufs 2 und lüftet mit, dass die Wärme nicht verpufft. Doch feiern wir's trotz aller Künftigkeiten heim, weil vom Bundesrat kommt nirgend warme Luft. Zum Maruga geht der Rücktritt und geht heim. Das Volk hat ohne Grüte Tipico. Duschen jetzt zum Zweit und bitte nimmer leid, hat sie gesagt und ihre Ueli mit sich genommen. Basel ist beim gemeinsamen Waschen Pionier. Der Grossrot, der hat die Lösung längst parat. Das Beste wäre, es wäscht sich gerade ganz Quartier. Drum brauchst das Musical Theater Hallenbad. Ein Vorteil hat die Geschichte an unserem Bogenstreich. Das Licht ist ab genau so, wie es soll sein. Jetzt könnten noch 10 gute Strophen nach dem Seich, doch leider fällt uns schlicht und einfach immer. Am Boden klappt, ist gut. Weil
er so mit seiner Lunge die Abgasfilter glüht. Für uns sind das noch Modeglöhne, wir sagen euch wieso. Ein Bohrenaktivist hat mir der Jesus Negel Fussböllen gern zur Schau, da lügt man gespannt.
Und beim Wüstenland Bewohnung siehst du den Wachen vom Lion und Klarus Band. Und all die Scheiche sind und lobt noch gegen Busse homophob, wenn Schluss am Ende. Kriecht im Arsch vom Scheich ganz treu im Minimum bis zu den Knäuen. Bis heute noch der FIFA-Präsident. Ich
sobald der Götti Carsten da ist. Das soll dann schon lange da sein. Ja, sobald er bis seine beiden Ex und seine frechen Gaufen Schenke im grossen Kanton abgeliefert hat. Aber du hast müssen die besten Arbeitskollegen zum Götti machen. Sonst wär's die Brüder geworden. Aber besser als so ein Expert, den du auf dem Campus aufgelesen hast. Du hast ja selber gesagt, was du nicht ins Gehli! Also, als erstes kriegt er Trommeln. Ein Pappe sind alte Trommeln. Von mir aus. Solange er keinen Schläge hat, ist mir das wurscht. Es ist der Götti! Es ist der Götti! Grüß dich, Nicole! Grüß dich, Stefan! Ja! Grüß dich, Ursula! Sali, Schatz! Komm, das ist der Carsten! Der Pappen ist nicht mehr da. Götti, Götti, ich habe gerade den Eile mit Weile gewonnen. Was hast du? Lachen jetzt! Entschärfe dich nicht. Ah, fantastisch. Und Götti, Götti, aber jetzt lass doch den Götti zuerst einmal den Mantel ablegen. Und dann gibt's Bescherung. Jo, dann gibt's Bescherung. Mama! 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 Es gibt Bescherung! Yeah! In dem Fall ein gutes Neues! Es ist Weihnacht, Schneegermamme! Schalt deine Hörnägel ab! Psst, komm an, wenn es läuft! So, Jerome, du darfst das erste Päckchen aufmachen. Das große, gell? Du weißt, was drinnen ist. Klang, 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 klang! Ein Großpapa, sie Trommeln! Schau! Hans, sie Trommeln! Aber der ist doch nicht so klein! Sieh! Der Papa ist nicht mehr da! Und die Trommeln hat er dann gleich als Bub gekriegt, Mama! Oh la la! Eine Pauke! Nein! Eine Trommel! Oh, eine Trommel! Spielst du denn schon in einer Guckenmusik, Sero? Jetzt los dir doch, Experte, dran! In eine Kicke kommt er im Frühling! Ja, Götti, sie hat ein Baby! Was? Nicht das? Du kommst zu uns? Du gehst mir sicher nicht in eine gemischte Kicke, so wie kommt's noch? Ich will doch noch nicht Grosspapa werden! Grosspapa kommt sicher, Hans! Mama! Der Papa kommt nicht mehr. Und du kommst zu uns. Also, Mami? Ja, da gibt's Unterschiede. Aber jetzt lass doch der Sharon sich gleich ein Seil aussuchen. Oder zu der Gnabaschi? Gesundheit. Zu der Gnabaschi? Ich schick doch mich so nicht in den Musikverein. Ich war ja auch mal bei den Junglesern der Stadtmusik. Mein Sohn kommt in eine echte Gicke. Das ist Tradition. Dann halt so den Mucke-Datscher. Ich glaube, ich hoffe. Nicht Mucke-Datscher. In eine echte Gicke, habe ich gesagt. Also, wenn ich mein Rats gesehen bin, also, jetzt, wie wär's denn mit der Antike? Meinst du mich? Aber so der Steinlerer? Kommt nicht in den Fock! Es gibt kein Alkohol unter 16! Du kommst zu uns? Also, wenn ich mein der Lally gesehen bin. Lally! Ja, zur Lally, Matti! Ja, klar! Damit du dann 3 Jahre später in hinteren Abspaltung kommst. Aber zur alten Richtung. Mein Sohn legt keine Krawatte an anderen Gastwein. Und ich will mit Ihnen immer noch liegen. Aber die haben doch noch die Junte. Bis du entstanden kommst, haben die Junte sicher aufgemacht für Männer. Also, wenn ich dann der Breo sehe, Gundeli, ich bin in Gundeli. Ah, das kenne ich aus. Nicht Gundeli, du bist zu Basel. Dann halt so, Ibe. Halt, Ibe? Aber Bern ist doch noch weiter weg. Aber da könnte er pendeln, nicht? eBay! Santi Hans! Sali Hans! Der Papa ist nicht da! Ich bin doch wahnsinnig! Also, wie wär's denn mit dem CCB? FCB! FCB! CCB!
Oder zu der Junterösti? Kommt da nicht das Bier her? Das ist falsch, Rösti! Also, Monika, wie der Knochenherzling sind wir doch... Mama, du hast nie Fasnacht gemacht. Und du kommst zu uns, Punkt. Ja, oder zu der Olympia? Ja, Sport ist natürlich auch immer. Da hat man was fürs Leben. Jetzt weiß ich's. Ich will zu der Basler Rolli. Ja, in Basel soll ich sie rechnen. Oder wie wär's mit diesem Top Secret? Ach Götti, das ist doch kein Dicke. Also, wo ich noch bei den Rotsherren war, da hat es dann. Oder zu der Spalle? Ja, dann zahle ich auch. Sparen! Schreibe Mama! Sparen! Nicht zahlen! Ich habe dich schon verstanden. Ich bin auch selber in der Spalle gesehen. Oder zu dem Marktplatz? Das soll Trommeln lehren, nicht rieren. Und ich lasse mich mit guter Bedachtung ins Grossmaß löbern. Weißt du, was dort alles passieren kann? Und zur Spezi? Trinke ich auch gern. Du kommst zu uns! Oder zu Barbara? Die Barbara? Die vom Büro? Nein! Ich wusste gar nicht, dass die auch Faschen macht. Weißt du, wo ich noch in der Stecke suche? Du kommst zu uns! Jetzt hast du Manuel weg! Weißt du was, Manuel? Ich bleib das Geschenk hier. Du kommst. Jesus Gott! Was hast denn du da? Donnerstag und es ist alles still. Da hast keine Stimme, es ist raus. Das einzige Lied, das so noch singen kannst, das ist der gute alte Fasnachtsdonnerstag-Blues. Ja, Sonnenanschleif auf die Stimme geschlagen, weil Fasnacht hätt ich schwer verletzt. Drei Tage lang hätt sie die durch Basel gefeiert und schon ist Donnerstag und da hätt sie dich versetzt. Am Viertel ab vier in der Hasenburg ein Stäbli Rösti auf dem Tisch. Die letzte Bechung macht dich gar nicht mehr an und du spürst, dass wirklich alles ohne dich. Das letzte Räppli hat man ihnen gefeckt. Der Fasnachtszauber ist vorbei. Auf der Gasse liegt das letzte Requisit. Und der Alltag holt dich. Thank you.
heißt es wieder warten für ein ganzes Jahr. Du spürst das, halt ich fast nicht aus. Du tust noch mal der letzte Fasnacht noch und zelebrierst du Fasnacht ganz in Glück. Du tust noch mal der letzte Fasnacht noch und zelebrierst du Fasnacht ganz in Glück.
Gib mir nur das linke, da unten. Hier, du hast ihn. Hier, du! Da ist er rechts! Zwei, drei, hoppla! Und hat Leute! Logisch hat es Leute die Vorstellung auf. Was meint ihr eigentlich, warum wir da sind? Ab jetzt! Oh, na ja, ich habe es noch nie im Licht gesehen. Steini, was sollen wir machen? Die schauen alle. Also ich habe nicht gern Licht. Das sieht man doch an. Ich bin ein Bühnenarbeiter geworden, um jetzt hier im Licht. Ich bin immer im Hintergrund. Du, da gehörst auch an. Und jetzt? Sag etwas. Sag doch etwas. Doch mit Griezi miteinander! Keine Nummer fort mit Griezi miteinander haben! Ja, keine Nummer fort mit Griezi miteinander haben! Was soll ich denn machen? Ich glaube, die meinen, sie sind ein Rahmenstückchen. Bühne gehört dir. Ja, genau, Bühne gehört dir noch. Selber wohl auf der Bühne gestanden, weil das Publikum tobt hat im Saal. Was, du bist auf der Bühne gestanden? Ja. Über 20 Jahre habe ich das Volk beeindruckt. Du bist Schauspieler gewesen? Ja, also jetzt, ich bin kein Schauspieler, aber immerhin hat man mich gekannt in der Stadt. Also, der Stein ist ein Begriff gewesen und schon einmal. Aber du bist Schnitzelbänkler gewesen, gell? Hä? Ich? Nein. Weisst du? Ich war... Du weißt? Ich habe gerade einen Ball gehabt bei der Mutter. Ich spreche den Fall heute noch davon. Ich glaube, die warten im Fall. Dann machen wir etwas. Ja, dann machen wir etwas. Ja, aber was? Mach ein lustiges Gesicht. Was? Mach ein lustiges Gesicht? Mach doch du ein lustiges Gesicht! Ja, das geht nicht. Ach, und warum geht das nicht? Warum kannst nicht du ein lustiges Gesicht machen? Ich habe schon ein lustiges Gesicht. Jetzt mach ein lustiges Gesicht, ihr werdet lachen. Die zwei Sekunden müssen Zeit lang. Ich mach schon ein lustiges Gesicht und das Volk flippt aus. Und du gibst es dir nicht aus. Das klappt immer. Immer? That's entertainment! That's show business! So läuft das! Weißt du, ich kann mir auch in der Regie mitgeholfen. Im Vortrag von der Muckedasche. Und jetzt? Das ist sonst der Witz. Oh ja, ein Witz ist gut. Okay. Also, trifft sich ein Indianer und ein Eskimo. Seid ihr nicht mehr? Was soll das denn? Was kann das nicht bringen? Musik. Soll mal einer kommen? Ich singe. Das kommt immer noch. Singen? Ja, also gut. Als Bühne Jolly schaffst der ganze Oben nur im Dunkeln
Akkord. Es geht um Zeit. Sich eingesäckeln. Und braucht's einmal ein paar Sekunden mehr. Geht's auf den Deckel. Ja. Es gab kein Stuhl, es gab kein Tisch, kein Requisit, wo wichtig ist. Es gab kein Licht, es gab kein Tor, keine Batterie im Mikrofon. Es gab ohne uns was thank you.
Thank you.
noch ehrlich, ohne Riechen wär's schon geil. Die hätten gar nie überlebt, wenn es ihre Fondation nicht gäbe. Ja komm, wir schenken dir doch Hörach oder Wein. 500 Jahre schon behauptet Riechen, es gehört zur Basenstadt am Rhein. Und jetzt verstehen auch wir, was kulturelle Arbeit gibt, Messie. Einmal mehr hat's Komitee, eine Sau-Idee, Herr Jemine. Komm, wir machen wieder Gottes, das macht Spass. 30 Wagen stehen im Stau, die 100 Gucken stehen jetzt auch. Und auch Kicken stehen drumherum auf der Gasse. Wenn denn alles dumm steht und wer sich fragt, wo ist das Konzept, können Schweine, es heilt sich unser Komitee am Boden angeklappt. Das ist Natur, ja Lago mio, kaufst in Laden nur noch Bio, Bio Riebe, Bio Rande, Bio Reis. Auch der Eierpreis verschreckt, vor zufriedenen Bio Bulle gelegt, ja wer noch Bio will, der zahlt der stolze Preis. Das geht noch schnell in die Millionen, machst der Bio-Wahnsinn mit. Drum wundert uns jetzt auch der Preis vom neuen Bio-Zentrum mit. Uns kommt's, er macht ein wenig viel, der Daniel von Wattenwil, der Tele Basel und ein Radio Schatzilisk. Auch sein Hobby, jo, das plaktet jetzt im Hexen als Direktor, klonem alten Motto, weisst noch, fönt noch Risk. Und sonst nicht laufen kann er sich, muss der Theatertraum nicht schwärmen, sich im Musical Theater noch als Badmeister bewerben. Beim Sparen von der Energie sind wir mit Herz und Seele dabei. Wir trinken es, wir sind täuschten, nur noch temperiert. Obwohl sich Frauen alles beschweren, die mir die Unterhose kehren. Auch beim Heizen haben wir alles ausprobiert. 19 Grad im Winter langt. Wir haben's probiert mit aller Kraft und haben's trotz Klimaanlage nur auf 21 Abend geschafft. Seit 50 Jahren sind wir in Trauer und der beste Troubadour. Wir haben uns gefragt, was er zur Wehe gesungen hat. Der Infantino und der Seppli haben unter Küche Taburetti ein Spiel zusammen gespielt zum Geissen. Wer kauft die Rehen, hat das geheissen. Der
Sidi Abdel Assaf El Hammar. Da kämpft sich alle Rehen in die Jamma. Die ganze Welt soll kommen, Hauptsache hetero. Bis 60 Grad go shooten wird der Hammer. Der Blatto hat zwar zuerst noch gemeint, der Sidi. Auf so einer Handel hat sich die Vanity. Dabei hat Korruption bei ihnen Tradition, bis sie keine Hemmungen haben. Sie haben eine Kuba gefunden und in der Kuba unten. Aha! Und schon heisst sie wie Freund, ach, die Wehe gehört dann doch nach Katar. Ja klar, Katar. Sind ein paar Freunde im Sportflugzeug von Katar heimgeflogen. Stimmig ist jetzt nicht grad nett, sind lang haben die ein Stück gezogen. Sie hat so viel Welle rissen, manchmal willst nicht, mach's so schien. Und nach Nummer dreimal schütten sind sie gelandet in Berlin. Was ist ein WM ohne Geld? Es ist nicht ein Sport. Was ist ein WM ohne Sport? Es ist nicht ein Geld. Und stecken die Franken erst mal drin. Macht dann das Ballen noch Sinn? So macht ja die FIFA lecki Spin. Mit so einem Seich ein grosser Gewinn. Ein so ein riesengroßer Gewinn. Voll und Eidlöchs Basel wird auf Drehen in Katar. Wir haben gleich alles falsch gemacht mit dem Schwimmfest. Wird nicht klar, ein Pferd und Thomas wählen 4 Millionen das letzte Rand. Alles, wo ihr mit Finger kommt, verbricht der Wind der Hand. Wir machen es besser, fragt er, der Sepplattar. Da gibt ihm der ein Tipp für seine Bratler. Als Lebitpreis für Ziel, statt Honig nimmst Kamel. Und das nächste Mal machst du das Schwimmfest halt in Katar. Selbsthilfegruppe für diskriminierte, privilegierte Anwohner und Anwohner von Basel-Stadt. Mein Name ist Moritz. Aber ihr dürft mir einfachheitshalber gern Momo Kadushu Seman Chihuana sagen. Der Name ist mir vom heiligen Chihuana geworden. Wir füllen gerade an. Es fehlt noch jemand, ich habe nämlich gerade ein Telefon gekriegt. Leichte Verspätung. Aber wir fühlen schon mal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und ich wirf gerade mal dir einen Ball zu. Guten Morgen, meine Damen. Ich bin Doris. Und ich komme. Nein, halten doch gerade noch kurz und
erzähl uns noch von ganz tief aus deiner inneren Mitte und in wenigen Sätzen, wo schiele Drucken. Man hat sie einfach nicht mehr ausgehalten in der Stadt. Es ist doch einfach entzumutig. Ja, es ist so weit gegangen, dass wir auch müssen auswandern. Auswandern? Ja, auswandern. Jetzt sind wir auf gut Holz. Aber das geht auch dort schon an. Jetzt haben wir einen direkten Nachbar, der einen hat. Es ist doch einfach entzumutig. Und was hat? Eben! Ein Kehl! Excuse me, könnt ihr mir bitte das Fenster zu machen? Ich halte um den gewaltigen Lärm von diesen Elektrowählungen aus. Silence! Silence! Wir dürfen uns hier nicht unterbrechen. Doris, ich gebe dir noch ein Wort. Und dann die Baustelle! Es ist doch einfach zu mutig! Dass mit unseren Krankenkassen etwas nicht stimmen! Warum? Sonst müssen wir doch nicht alle zwei Jahre die Gleis neu machen! Und wenn Gleis kann mal nicht aufgerissen sind, dann sperrt man die Stadt für einen Flaneur oder sonst irgendein Blödsinn! Das ist doch einfach zu mutig! Ich bin der Toni Mummedaler. Und bei uns plätschert es Gogo. Plätschert? Ja, und wie? Es ist doch einfach eine Zumutung. Haben Sie einen Wasserschaden? Nein, es kommt von draussen. Aber wir machen kein Auge mehr zu. Ah, versuch ganz ruhig zu bleiben. Das gehört auch zum Finden von der Balance. Chakra ist bei dir. Mach doch gerade hin. Zurück, Gogo! 24 Stunden! Und wir wohnen nur ungefähr drei Häuser weg davon! Vom Plätschern? Gogo! Ja! Vom Dalbenbrunnen! Der plätschert Tag und Nacht! Und dann im Sommer, wenn die noch drin baden, Gogo! Dann plätschert und plätschert! Und das ist doch einfach eine Zumutung! Absolut! Kann man denn doch nichts machen? Doch! Das Stadtkonzept hat es probiert. Die haben die geniale Idee gehabt, dass wir jetzt drinnen anstatt mit Wasser mit Erde füllen können. Dann ein paar schöne Pflänzchen drin und schon ist gut. Schön. Aber die können es nicht wählen. Nicht? Nein, die Leute wollen lieber Kuckuck in die Brunnen. Kuckuck in die Brunnen? Nein, die Leute wollen lieber Wasser in die Brunnen. Also so etwas, das ist doch absurd, Wasser im Brunnen. Das ist doch einfach eine Zumutung. Und eine Wasserverschwendung. Ja, wie sieht es denn mit Unterstützung aus der Nachbarschaft aus? Hör mal auf, der Bieler wohnt dran und wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Nein. Man muss ja auch nicht mitten in der Stadt wohnen. Oh. Sagt der zu Gogog mir. Dabei wohnen wir jetzt doch schon seit bald 4 Monate in der Alte. Das ist doch einfach. Jetzt machen wir alle mal unsere Augen zu und fühlen ganz fest mit dem Dolly. Keola? Mach's nah! Gell? Es geht schon jetzt besser. Dann darfst du den Ball gerade weitergeben. Ich bin Sveni und wohne in der freien Straße. Ah, schön! Schön? Der hat die ganze Straße geplättet. Sie sieht aus wie in einem Badezimmer. Und das war sicher nur ein Fehler. Der Dreizackbrunnen ist gefühlt die 7 Jahre in Revision gewesen. Und es kommt allein noch der grusige Hypergras raus. Plätschern da auch so unerträglich? Das ist doch einfach eine Zumutung. Ja, wir haben ja... Oh, guten Abend, miteinander!
Hey, schön bist du. Willkommen in der Selbsthilfegruppe für diskriminierte, privilegierte Anwohner und Anwohner von Basel-Stadt. Nimm Platz im Kreis. Hallo, sind wir da per Du? Haben wir zusammen so eingegeben? Und ich habe noch gesagt, das ist nicht für die Marie-Therese. Das ist natürlich ganz dir. Entschuldigung, Ihnen übernommen. Sie können sich so vorstellen, wie Sie gern hier bei uns in der Familie wurden angesprochen werden. Rückstuhl! Marie-Therese Rückstuhl! Und ich suche keine Familie. Da habe ich leider schon eine. Hey, Sveni, bist du da? Ich habe gar nicht gewusst, dass du auch eine Ecke abhast. Ja, Sveni hat uns gerade von der Freien Strasse erzählt, wo Platz... Und wegen dem bist du da? Freie Strasse? Ha! Da gibt's noch nichts am Meckern. Aber du hast ja schon immer irgendetwas zu jammern gehabt. Zuerst wegen deinem Alten, der ins Gras gebissen hat. Dann ständig das Gebrüll wegen deinem Bandscheibenvorfall. Und kaum bist du operiert gewesen, hast von nichts anderem mehr geschnurrt, als von deinem geschissenen Katzenbusi, wo der Schwanz hat müssen amputieren. Es gab keine grösseren Probleme. Und jetzt noch wegen der Wohnlage. Freie Strasse, Freie Strasse. Sie ist nicht mehr wie früher. Platt! Da müssen wir unterfahren, jeder in der Selbsthilfegruppe, wenn man schon mal gesottige Kleinigkeiten antanzt. Silence, silence, Amy. Sveni ist schon gar nicht mehr fertig. Das will ich jetzt haben. Also, wir haben es einfach für die Zeit Schluss! Dann kommen wir mal zu mir heim. Am Gleibasler Rheinufer. Hörst du denn, was laut ist? Das Musikböchsli von diesen Arschlöchern. Über deine sogar Dudelsäck vom Tattoo. Kaum ist das vorbei, wird's abgelöst vom Floss. Dann schaue ich zwei Wochen an das geschissene Wesenrad, wo der Weg blinkt, dass der meiste Wunsch im Spielcasino. Und sobald die letzten Weihnachtskugeln demontiert sind, kommt Fasnachtl, die Schufsäckel! Und so wechseln wieder drei Tage mit drei Monaten! Und jetzt kommst du mir mit Slut! Aber das ist doch alles nicht gegen das Kopfplätschern bei uns! Also, Frau Huckstuhl, du hast schon ganz eine schlechte Energie rum. Und ich weiss nicht recht, wie es kommt. Sowohl ihre Ausstrahlung wie auch ihre Wortwahl und der Umgangston, das ist doch. Das ist doch einfach! Eine Zumutung!
Bereits wieder ein technischer Defekt. Wir können Ihnen leider hier mit so einer Schlussnummer unsere ABBA aber da schon nicht vorführen. Aber ich kann Sie beruhigen, Gott sei Dank springt unser Schauspielensemble ein und wird Ihnen. Jetzt bringen doch Kopfgang, ich will da und ich präsentiere Ihnen voller Stolz jetzt oben unsere ABBA-Show. Also, ich würde es uns wahnsinnig gerne. Hey, doch, Tatjana! Du kannst doch das! Nein! Also, ich würde wirklich mega gerne mal. Also, abgemacht. Tatjana macht. Hey, nein! Nein! Hey, doch! Grüezi Sie miteinander! Wie du gehst sie miteinander? ABBA. Ja, aber ich kann den Text von diesen Liedern nicht. Hey doch, Text von ABBA kann jeder. Das wäre schön. Los, Hilfe! Und so! Und lächeln nicht vergessen!
Schon verrückt, was wir am Charivari alles machen gehen. Könnt ihr jetzt auch mal rausgehen und uns mit unterstützen, das wär schön. Wir sollten noch tanzen. Tanzen? Tanz doch du! Herr Karneval, dann tanzen wir halt! Spott! Tanzen ist nicht schwer. Einfach für den Hinkel, was gedacht ist her. Bis auf die Stroh. Ja, und Gruppe, Herr Stopf, wir sind schon fertig. Saal im Weihen vibriert wieder die Luft. Sag, schmeckst auch der herrliche Käskirchle doof? Ich bin glücklich und froh, weil ich weiss, jetzt wird Fasnacht gekommen.